Hey ihr lieben Leute, ich bin der Bruger und dies hier sind die Leute, die mich unter anderem monatlich finanziell supporten. Amatera Suhart, Amaya Neko, Bexy King 1990, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Bleary Cabbage 8, Bluefire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dinok XCX, Encore 90, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, It's Lito, Jewel Buck, Leon der Meddler, Markus Eckgold, Master Exploder 5000, Mike Kitschan, Metal Dragoner X, MJZ Cards and Games Germany, Neo Chaos, Pat Kadi, Panarek 90, Priest Michi, Bupu Fischpup, Raik Poretzky, Radion Donovan, Rufus Platus, Saphir Meer, Sebastian HH, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Steffi und Arni und Wölfchen 0909. Guten Tag, ihr Pizzamampferinnen und Pizzamampfer. Ich bin der Bruger und das hier ist Viloma. Das wurde mir geschenkt auf Steam von einer lieben Person. Ich habe gerade den Namen verlegt, aber fühl dich bedankt. Dankeschön. Wir starten neu. Und warum Pizzamampfer? Tja, nun. Könnte was damit zu tun haben, dass wir wieder mal Pizza ausliefern. Und da geht's los. Viel Spaß. Scheiße, ich muss eingeschlafen sein. Was für ein seltsamer Traum. I wonder. Ich wandere, was es bedeuten könnte. Wahrscheinlich I wonder mit O. Es wäre ganz schön nervig, wenn jetzt gerade jemand anriefe. Warum ist die Wählscheibe seitenverkehrt? Egal. Ich kenne nur alte Leute, diese Wählscheiben. Also ich... Ehrlich, deine Pizza schmeckt wie Kacke. Oder eure Pizza schmeckt wie Kacke. Alter, was macht Brad Pitt hier? Wer denn mit Drew Brad Pitt auf Wish bestellt? Hey, der Boss ist weg. Also musst du heute ein bisschen aufräumen hier, ne? Was? Ich habe schon die letzten 4 Nächte aufgeräumt. Ja, klar. Du schuldest mir doch was von der anderen Nacht. Hast du vergessen? Scheiße. Jungs, macht euren verdammten Job. Jeden Morgen komme ich zurück und Scheiße liegt auf dem Boden. Warum passiert das überhaupt hier, der Manager? Erstens, reinige die Badezimmer, Toiletten. Zweitens, wirf den Müll raus. Drittens, räum das Essen in der Küche auf. Und viertens, wisch den Boden. Und fünftens, ja, liefert die späten Lieferungen aus, ne? Bell's Pizza. Oh Mann, ich liebe diese non-copyrighted Music. Haha, ich auch. Ich brauche erstmal einen Besen, um hier aufzuwischen. Ja, ich brauche erstmal die Schlüssel des Managers. Okay, nehmen wir erstmal Broom. Ja, mit der Musik ist das kein Thema hier. Hat er dir so eine Pappe hingelegt? Mal gucken, meine Ausdauer. Drew ist da hinten. Da wieder am Kiffen. Warum ist der Scheiße auf dem Boden? Die Toiletten. So, der Müll. Was raus. Hallo. Ach da. Ausgerechnet in den Müllcontainer. Sieht hinten aus, sieht aus wie die Apokalypse. Schlüssel des Managers. Das Essen wegräumen. Pizza sieht doch gut aus. Hey. Da macht's mir ein bisschen Angst. Drew meine ich. Kommst du auch in den Müll jetzt? Nee. Willst du? Hast du? Der hat so komische Gliedmaße, die sehen ganz schief aus. Was? Ich brauche den Schlüssel des Managers. Hab ich doch. Der Schlüssel. Da steht Managers Office. Achso, ich muss ihn equippen. Pizza Time! Die Turtles geguckt oder was? Ein Bild des Managers, des Sohns des Managers, ich liebe dich. Hey! Sag mal, hat jemand irgendwie den Hals aufgeschlitzt und jetzt wieder verheilt oder so? Easy's, ich brauche einen Plunger, um das hier sauber zu kriegen.
Einfach alles voller Kacke hier. Geil. So. Aber noch zu tun? Es kam gerade eine Bestellung rein. 5 Meilen von hier. Willst du gehen? Nicht wirklich. Zu schade. Du wirst trotzdem gehen. Es ist bei der alten Miller Farm. Ich dachte, dieser Ort ist verlassen. Offensichtlich nicht, ne? Du gehst lieber oder es wird spät. Ja, haha. Yeah, ich gehe. Also wir machen die ganze Arbeit und dürfen jetzt auch noch die Pizza ausliefern. Geiler Typ. Geiler Typ, Drew. So fahre ich immer Auto übrigens. Wenn die Reifen nicht quietschen, kein Spaß. Stealth. Ich sollte meine Taschenlampe nehmen. Sie liegt hier irgendwo. Ja, auf der Motorhaube. Ich kann mein Inventar nutzen, indem ich Tab drücke. Ich kann sie benutzen, indem ich F drücke. Oder ausrüsten. Wow. Habe ich aber kein Stealth. Verdammt. Mein Reifen ist kaputt. Ich muss den Rest laufen. Oh, das ist ja krass. Wenn ich mich ducke, habe ich super Stealth sogar. Ah, da ist ein Zaun. Vault. Ist auch krass. Klettert einfach mal über den Zaun drüber. Oh, ich habe ein Haus gefunden. Ja, wow. Ist verschlossen. Da ist eine Notiz. Ja, verschlossen. Bitte nutze die Seitentür. Hä? Seltsam. Bring mal zur Seitentür. Das Haus ist aber nicht sehr groß. Okay, ich find's ganz cool bisher. Mal gucken, ob's wieder schlechter ist als so andere Spiele, die ich bisher gespielt habe. Das ist mein Keller, was ist los hier? Hallo, Pizzalieferung! Wo sind denn alle? Das ist ja schön. Ja. Bleib mal geduckt, wenn ich die Lampe ausmache, bin ich super Stealth. So bin ich immer noch sehr gut Stealth. Was ist das für ein Geruch? Es riecht so verrottet hier. Ich sollte einfach die Pizza liegen lassen und gehen. Ja, mach doch. Ich habe aber leider nichts, was ich auswählen kann im Inventar. Boah, Pentagramm, ne? Kennt man ja, so. Ja, immer cool, so ein Pentagramm irgendwo hinzukritzeln. Ist ja auch nicht sehr schwer. Über dasselbe in den Schränken. Und Laufstall. Die Tür ist verschlossen. Der Keller ist aber schon riesig. Mein Kopf, was ist passiert? Wo bin ich? Ich muss hier raus. Keine Taschenlampe mehr. Oh, da ist sie ja. Eine alte Garderobe, sie ist verschlossen. Es scheint eine alte Notiz von jemandem zu sein, der sie zurückgelassen hat. Du wirst den Code in den Tiefen der Hölle finden. Ein Code. Ah ja. Man vermisst. Wird nicht dabei, wie er heißt. Dreckige Matratzen. Ein Haufen dreckiger alter Matratzen. Für ihr, wer das liest, sei vorsichtig, sie kann dich hören. Ich weiß nicht, wo ich bin oder wer sie ist, aber ich weiß, dass sie dich töten wird. Wenn sie geht, als sie ging, habe ich für eine Weile gesucht. Ich habe etwas Kabel gefunden. Nee, ich habe eine Zange gefunden und einen kleinen Klosett im oberen Level. Vielleicht findest du es nützlich. Oh Gott, ich werde hier sterben. Ich vermisse meine Familie. Ich vermisse alle. Warum habe ich diesen dummen Job angenommen?
Das ist nur ein einfacher Tisch für... Ja, einfach nur so ein Tisch fürs Bett, also so ein Beistelltischchen. Warte mal, da ist was dahinter. Sehr gut, das gucke ich mir gleich mal an. Oh, Pizza. Meine Pizza. Drin kriegt sie mich ja wohl nicht, oder? Da liegt ein Puppenkopf. Setting fern. Er dreht sich so schnell, um durchzugehen. Sieht aus, als würde er festhängen. Guck mal, da liegt was hinter. Ich muss irgendwas finden, um den Fern zu öffnen. Stealth beste, ne? Liebe Stealth Games. Nur mal so. Kann ich auch sprinten, wenn ich geduckt bin? Nee. Trotzdem geht die Ausdauer runter. Also wir brauchen einen Code. Ich hole mir schon mal einen Stift. So, warte. So. Wir brauchen einen Code, einen vierstelligen, um die Tür zu öffnen. Dreht sich zu schnell. Finger reinstecken muss das Problem. Funktioniert doch. Der ist auch kaputt. Okay, ich habe aber keinen Bock, mich von der Alten fangen zu lassen. Bin ich da wirklich komplett dunkel, also unsichtbar, wenn sie... Wenn ich die Lampe ausmache im Ducken, das wäre halt perfekt. Da kriegt sie mich gar nicht, weil ich bin zu gut. Hab Stealth 100, fast. X, das Bild hier. Ein seltsames Bild. Der Attic Key. Kommt zu mir und alle, die ihr... Ja, kommt alle zu mir, die ihr versehrt seid. Ich werde euch Frieden bringen. Was? Take my yoke upon you and you learn from me that I am a gentle and humble in heart and you will find the rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Matthäus 11,28. Ja, ja, bla. Der Christenzitate hier. Hier ist verschlossen. Ja, gut. Geht nicht? Das ist auch der Attic Key. Der falsche. Auch Chest. Oh. Oh. Matthäus 11,28. Rusty Key. Rusty Spoon. Jo. Ei. Mal auf, weil ich höre sie gerade nicht. Ist der Schrank vielleicht auf sie kippen? Wäre fantastisch. Ist Regen? Hä? Die Mutter wurde später am Tag gefunden, als sie ihren Mann und ihre vier Kinder begrub. Die Kinder wurden... Also man berichtete, die Kinder wurden exekutiert von dem Vater der vier Kinder. Kurz danach wurde er tot mit zwei Kugeln in seiner Brust gefunden. Oh nein, dann... Ist die Frau vielleicht einfach nur wahnsinnig, weil ihre Kinder getötet wurden vom Vater und ihrem Mann. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll, wenn sie jetzt irgendwie angerannt kommt und mich sieht. Jetzt halt die ganze Zeit hören. Am Tisch verstecken oder so.
Ist verschlossen. Das war die Attic-Tür. Alles klar. Gut, gut. Oh, der regt jetzt wirklich rein. Dann rum jetzt. Firecutters. Geschlossen. Da rein, ne? Ich sitze echt meine Arschbacken, ne? Das ist wieder so angespannt. Wunderbar. Used to cut through thick wire. Vielleicht kann ich damit ja den... That looks to be stuck. Mist. Damit kann ich vielleicht dann den Fan öffnen. Ekelhafte Mutti! Okay, ich bin tot. Oh mein Gott, was ist passiert? Oh nein! Okay, ich versuch's nochmal. Mein Kopf. Muss mal ein Schrittchen weiter. Es ist eine alte. Ja, eine alte Babywiege gefüllt mit Blut. Radio? Altes Radio. Das Geräusch dringt durch meine Ohren. Die Tür ist verschlossen, ich brauche einen Schlüssel. Ah, Mann. Ich sehe halt auch nichts. Ja, direkt vor der Tür jetzt wieder. Kabel hier auf dem Boden, kann ich die irgendwie durchpetzen? Nee. Geht noch weiter runter.
sehe nichts ohne Lampe. Da war sie. Geht wieder runter. Ich will aber, dass sie nach oben geht. Da, warte mal, das spioniere ich jetzt hier wunderbar aus. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich brauche wahrscheinlich oben nur den Code für diesen dummen, für diese dumme Kiste. Dann ist das gut. Na, runter. World's Best Mom, ja, ist klar. Geht noch weiter runter. Das gibt's doch nicht. Doll. Haben die Striche was zu bedeuten? 1, 4, warte mal. 4, 2, 2, 1, ich schreibe mir das mal auf. 4, 2, 2, 1, 1, 4, 3, 2. Vielleicht bedeutet das ja was. 2, 1, 3, 1. Und 4143. Vielleicht sind es ja die Dinger aus der Hölle, die man braucht hier. Ja, irgendwas hat die Tür geschlossen. Cryptic message. It appears to be some sort of code. 4143. Ascend for your price. Steige auf für deinen Preis. Ja, die Tür, der Türknauf fehlt, der Griff. Bisschen heller wäre, ne? Oh, ich brauche etwas, um das aufzudrehen. Ja, ich brauche etwas, um das aufzuschrauben. Red Doll Head. Okay. Juicebox. Ein Draht. Es ist ein Draht mit AC darauf. Ich brauche es, um den Draht durchzuschneiden. Ja. Toll, jetzt habe ich den Draht durchgeschnitten. Und nu? Ekelhafte Mutti! Ah, komm schon!
geht's denn hoch? Ey, das ist doch scheiße. Oh, ich habe mit Sarah ein Schloss geöffnet. Lock from the other side. So, den Draht losschneiden. Scheiße. Es ist so dunkel, ne? Ich muss schätzen, ob da was ist. Die Wände sehen irgendwie krank aus. Siehst? Ihre Schritte, die ich höre, ist alles gut, ne? Was mache ich jetzt auch mit der Puppe, verdammt? Abgelenkt. Looks like a key for an attic. Nee, bathroom key ist das. Wow, ich kann jetzt einfach hier durchlaufen. Ist das nicht für Kohlen oder was? Ich kann einfach durchlaufen, wenn die aus sind. Ey, wie wär's mal mit so ein bisschen Speichern oder sowas? Chris Key. Oh, ich hab den zweiten. Ich hab ja insgesamt 4 Schlüssel. Eine grüne Puppe und. Kann ich ja auch. Nee, broken. Wenn er broken ist, kann man natürlich nicht durch, das ist klar. Runter. Oh geil, ich will nicht einfach irgendwo runterspringen, das ist scheiße. Dann komme ich nicht mehr hoch und dann... Dann weine ich, weil die Mutti mich erwischt, diese ekelhafte. Hi.
Scheiße. Das ist so kacke mit der alten. Ich hab nur einen Treffer und ich bin tot. Das, oh, das nervt einfach. Dass man nicht regenerieren kann oder so. Mein, kann ich? Ich weiß es nicht. Broken Fan, ja. Fan looks to be stuck. Ich weiß auch nicht, ob ich speichern kann, ob ich... Also speichern sowieso nicht, das geht immer da von vorne. Oh, die blaue Puppe. Oh, Doll. Was auch immer die gut ist. Ich weiß es noch nicht. Aber es ist halt doof, wenn ich einmal doof getroffen werde, bin ich tot und dann geht alles von vorne los. Das ist... etwas frustrierend, wenn er mich fragt. Bibelvers. Genesis 3,16. Ich glaube nicht, dass es ein Code ist für irgendwas. Alter, dieser Raum hier. Von der alten Notiz steht, Jessie war so ein gutes, süßes, junges Mädchen. Möge Gott sie... ja, möge Gott ihr Langlebigkeit in unsere Familie bringen. Möge Gott einen Weg finden, meine Geliebte zurückzubringen, also meine geliebte Tochter. Ja, darum ideo et catenam excretor. Obit anus, abit onus. Satanisches Symbol, ja. Ja, ein satanisches Symbol. Wer könnte das hier gemacht haben? Ich muss hier raus. Er hat einen Schlüssel. Jesse-Schlüssel, aha. Da fehlt mir nur noch ein Schlüssel. Oh Leute, ich werde den letzten nie kriegen, ich weiß es. Ich habe keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Es tut mir leid. Ich habe keinen Bock mehr. Es geht wieder von vorne los und ich spiele es nicht ein achtes Mal jetzt. Es ist einfach nur dumm. Es ist einfach nur dumm. Warte mal, kriegst du den VHS-Effekt? Ja, ändert auch nicht viel. Sieht immer noch kacke aus. Nee, also es tut mir sehr leid, aber ich finde das System einfach nur broken. Es kann nicht sein, dass du so viel Fortschritt hast und musst alles nochmal von vorne machen, nur weil diese Kackbratze, die ich im Dunkeln sieht, und es ist einfach viel zu dunkel. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich höre sie immer nur. Man kann anhand der Schritte gar nicht erkennen, wo sie sich gerade befindet. Also nee, tut mir leid. Ich pfeife auf das Ende. Sucht euch jemanden, der es gespielt hat. Aber ich habe jetzt über anderthalb Stunden Aufnahme für nichts. Ja, für kaum Fortschritt. Ich habe drei Schlüssel gefunden. Ich weiß nicht, wofür diese Puppenköpfe gut sind. Und die alte ist immer und überall. Nee, tut mir leid. Es macht mir keinen Spaß. Nehmt es als Warnung oder als Motivation. Und ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr es geschafft habt oder nicht. Oder ob ihr schlägst die Flinte ins Korn geworfen hättet. Ich werde es zurechtschneiden auf eine halbe Stunde oder so, keine Ahnung. Boah, macht mich das sauer. Danke, auf Wiedersehen.